So. 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 Rundenbasierend. Und das ist ganz schön duster hier. Skelett, Skelett Lord. Skelett Krieger. Skelett Ratten. Ja. Hier werden wir Spaß haben. Du machst bitte Licht. Die Schmerzzauber funktionieren bei Ratten ja, bei Untoten nicht. Also drehen wir uns immer entsprechend. Ratte? Keine Ratten mehr, okay. Skelett Lord. Hält auch nicht so viel aus. Das passt schon. Stirbt. Ah. Das war's. Okay. Ah, nee, irgendwo versteckt. Oh. Kaputt. So, kann ich jetzt in Ruhe aufräumen? Nee, da sind noch rote Punkte. Du bist ein richtiger Skeletthaufen. An den Wänden sind keine Geheimgänge, laut Leertaste. Das muss echt komisch aussehen, wenn die Helden in einen Raum kommen. Das erste, was sie machen, ist, sie klopfen alle Wände ab. So. Blitzratte. Tote Ratte. Da unten ist ein bisschen mehr los. Jo. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. So. Boah, wir haben schon 13.000 Gold. Sehr gut. Ich sehe noch ein paar rote Punkte. Das können wir gleich machen. Nichts zu holen, okay. Kaputt. Wir zerschießen mit Pfeil und Bogen die Skelette. Das muss sehr interessant aussehen. Oh, oh, oh. Ja, Talana. Nicht unterschätzen, wie schnell Talana runtergehen kann. So haben wir es bald. Ist hier noch ein roten Punkt, laut magischem Auge? Dann dürften wir schlafen können. Jetzt nämlich. Guti. Licht. Auge. Du siehst wichtig aus. Da will ich jetzt rauf. Ups. Will er trotzdem rauf. So, jetzt bin ich drauf. Jetzt komme ich aber nicht hier drunter. Nee. Vielleicht von hier? Nee. Sehr komisch. Können wir nicht beiseite schieben? Drück, drück, drück. Nö. Drück, drück, drück. Wir haben noch keinen Schlüssel gefunden für hier. Aber es... Oh, warte mal. Aber es könnte doch gut sein, dass man gar keinen Schlüssel hier findet. Ich müsste mir mal ganz kurz den ersten Raum nochmal angucken. Ja, genau. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Wir wissen, wir sind in Raum 5. Wir haben keine Ahnung, wie wir zurückkommen. Wir haben keine Ahnung, wo wir hingehen. Was keine gute Grundlage ist. Okay. Wir könnten jetzt einfach in einen Raum reingehen und zurückgehen, falls es nicht der ist, ne? Dass wir denken, dass es ist. Problem ist nur, wenn dann die Tür... Also, wir gehen jetzt da rein. Wir kommen in einen Raum. Es ist nicht der Raum, wo wir herkommen. Also nicht 9, laut meiner Karte.
und wir dann uns umdrehen und durch die Tür zurückgehen, wo wir herkommen. Die Tür, durch die wir zurückgehen, wo wir herkommen wollen, ist aber nicht die Tür, wo wir herkommen, sondern führt woanders hin. Dann haben wir absolut keinen Plan mehr, wo wir sind. Ja gut, aber so schwer war es bisher nicht. Also wir sind jetzt in Raum 9, nee, Raum 5. Das Licht geht aus. Ich rede zu lange. Wir sind jetzt in Raum 5. Wir machen den rechten Schalter nach oben, lassen wir, und wir gehen in den rechten Ausgang. Das markiere ich mir mal ganz kurz. Obwohl, nee, laut Karte, wenn die Karte jetzt einigermaßen Sinn macht, das ist ein kleiner Schmierzettel von mir, sieht echt abgefahren aus. Warte mal, ich speichere mal ganz kurz ab, scanne ihn ein und zeige ihn euch. Ja, genau. Also ich blende gerade ein, was ich bisher gezeichnet habe. Also wenn das so stimmt, dann seht ihr jetzt ja bei 5 einen Strich nach unten rechts zu 9. Meine Theorie ist jetzt, dass wenn ich den Schalter nach unten drücke, ich in 9 wieder rauskomme. Und ich glaube, das stimmt auch so. Ich habe das ja vor Jahren schon mal gemacht. Aber das ist... Das sah damals recht wüst aus, meine Notizen. Und ich denke mal, es wird diesmal ähnlich wüst aussehen. Also, wir sind jetzt in 5. Unten rechts gehen wir jetzt hin und kommen 9 raus. Nein. Was finden wir hier wohl? Wir finden hier Fledermäuse und Skelette, verdammt. Das siehst du noch. Okay, also meine Skizze ist für den Allerwertesten. Wir müssen das irgendwie anders gucken. Wie markiere ich das jetzt? Also von 9 kommt man bei 5 unten rechts rein, aber man kommt unten rechts bei 5, nicht bei 9 wieder raus. Ja, erstmal töten. So. Lass uns mal einen richtigen Kampf. Alles tot? Okay. Licht bitte. Für das Schlachtfeld. Was haben wir hier? Wunden heilen, Wunden heilen. Oh, wo kommst du näher? Oh. Ganz viel Wunden heilen. Sogar 18 dazwischen. Liegt da was drauf? Nö. Und noch ein Raum mit 2 Schaltern und keinem Schlüssel. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch nirgendwo ein Ausgang sein. Ja. Okay, ich sehe ganz viele blaue Punkte. Also blaue Dreiecke eigentlich. So, dich töten wir. Oh, ein Amulett. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 750. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja, oh. Oh, ich sehe ganz viel Gold. Können wir das wirklich brauchen? 2000 Gold. 1700 Gold. Können wir das wirklich brauchen? Ja, doch. Oh. Wir drücken hier da hinten wieder auf. Das heißt, andersrum wird es auch gehen, hm? Okay, erstmal hier ausräumen. Zing, 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 zing. Lasst uns mal einen richtigen Kampf. Inferno, Fledermaus. Na gut. Können wir das wirklich brauchen? Oh, 21.000 Gold. 22.000 Gold. Ja, doch so ein paar Expertenlehrer können wir uns jetzt ganz locker leisten. Und einen Knüppel haben wir auch gefunden. Knüppel ist ein Gold wert, richtig? Ja. Sonst scheint hier aber nichts zu sein. Okay, also wir gehen jetzt raus, machen die Tür... Können wir nicht wieder zumachen? Nein. Nein, 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 das wäre jetzt ärgerlich. Da sind noch ganz viele blaue Punkte. Achso, doch. Wenn wir da drauf drücken, geht das wieder zu. Ja, okay. Und jetzt geht das da hinten auf. Schön. Zing, zing, zing. Und was haben wir hier Schönes an Tränken? Fluch entfernen. Fluch
verbrannt werden. Krankheit heilen. Also ganz viele Support-Tränke. Können wir das wirklich brauchen? Und ein Kettenpanzer. Alles weg, 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 weg. Können wir das wirklich brauchen? Körperresistenz plus 4. Naja. Können wir das wirklich brauchen? Kannst du mal mitnehmen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ledergürtel kann weg. Ich würde gerne helfen. Bogen können wir das wirklich kann brauchen? Weg. Ich weiß nicht, was das ist. Kannst du die identifizieren? Hör mal, ich weiß das nicht. Beide noch nicht. Okay. Gold, Gold. Können wir das wirklich brauchen? Und ein ganz normaler Knüppel. Bist du jetzt was Besonderes? Du hast schon wieder so ein... Oh, da können wir was Schwarzes sehen. Nö, ist nix. Ah. Na gut, vielleicht ist einfach nur da, dass denn die Gerüche abziehen können. Und man nicht stirbt, wenn man irgendwann die Gruft wieder betritt. Wegen den Gasen. Vielleicht. Na gut. Das hier dürfte... Oh, laut Karte ist hier noch was. Ja, die Armbrust, da hinten war nur ein Knüppel, stimmt. Kurz noch Wände abklopfen. Nix. Okay, also wir sind jetzt in einem unbekannten Raum. Und wir gehen in einen unbekannten Raum. Also es ist ziemlich egal, wo wir hinklicken. Na gut, erstmal schlafen. Dann Fackellicht und waha. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Das sieht schon tacken stärker aus. Ein Ghast und ein Wiedergänger. Empfinden keinen Schmerz, das ist nicht gut. Und sind immun gegen Wassermagie. Also zumindest gegen Eisbolzen. Aber nicht gegen eine Keule im Kopf. Oder ein Todesschwarm. Okay, dann passen wir unsere Zauber halt an. Du heilst dich. Du zauberst kein Wasserdingens, sondern einen Säurestrahl. Der funktioniert. Nö, dein Schwarm funktioniert ja. So, wer will jetzt sterben? Nein, du heilst, du instant tötest einen. Du den nächsten. Das war jetzt doof. Du schießt. Du tötest den Stärkeren. Oh. Oder auch nicht. So, aber jetzt kann Echtzeit aus. Rundenbasierend aus. Echtzeit an. Dich kriegen wir auch so niedergeschlagen. Was haben wir hier für Tränke? Krankheit heilen. Ganz viel Wunden heilen. Aber stärker als wir herstellen können. Einen nicht trinkbaren Brunnen. Du heilst bitte dich. Oh, oh, oh. Was, sie wohnt da? Mir passt langsam nicht mehr auf meinen Notizzettel. 12 und 15. Hat irgendwas knurrt da. Ich glaube, wir sollten erstmal aufräumen, bevor wir die Karte entziffern und ich neue Notizen mache. Da. Okay. Da sind die Gaste. Und Talana sollte mal ganz kurz ihren Standardzauber ändern. Kaputt, kaputt, kaputt. Du heil bitte dich. Und du tötest den ab. Das ist irre praktisch mit dem Säurestrahl. Also genau für solche Situationen wollte ich ihn haben. Wenn normale Wasserzauber nicht funktionieren, einfach kurz wechseln und zapp, tot. Edelsteine sind immer schön. Au. Au. Das tut irgendwie weh. Es sind noch Fledermäuse, verdammt. Oh. Sie ist gelähmt.
Krankheiten heilen, Wachschwäche heilen, Gift heilen. Wir haben keine Lähmung heilen. Das kann ich nicht erkennen. Das ist jetzt ein Problem. Weil die wird jetzt auch, wenn wir schlafen, nicht wieder entlähmt werden, wenn ich mich recht erinnere. Einmal bitte Fackellicht. Und wer zur Hölle hat sie überhaupt gelähmt? Ich denke mal einer von diesen stärkeren Ghasts. Also ein Wiedergänger. Wir sind noch nicht grün. Da sind noch zwei. So, grün. Geheimgänge? Nein, nein, nein. Hat sich da gerade was bewegt? Hätte schwören können, die Wand hätte sich da gerade ein bisschen bewegt. Aber ne, macht nirgendwo Klick. Wir brauchen eh keinen Schlüssel, weil oben alles markiert ist. Ich werde jetzt trotzdem mal ganz kurz schlafen und hoffen, dass Lay wieder aufwacht. Nö, starrt immer noch geradeaus hin, bewegt sich nicht und ihr Feld ist nicht grün, sondern weiß. Also der Rahmen hier. Ärgerlich. Aber okay, wir bräuchten Fackellicht, um das Ding da zu entziffern. Wir sind, ich mach das mal irgendwo weiter unten auf einem Notizzettel. Wir sind bei 14. Von 14 aus geht's nach oben rechts zu 2. Unten rechts nach 12. Ich würde gerne nach 10, dann weiß ich, wie ich nach Hause komme. Vielleicht. Also 10 und 9 liegen hier direkt neben 7 und bei 7 ist ein Ausgang. Bei 9 übrigens auch. So, von 14 geht es nach oben links zur 8. Was ja in der Nähe von 9 und 7 ist, aber die Örtlichkeit wahrscheinlich nicht. Und 15 ist unten links. Gute. Bringt uns allerdings auch nichts. Ich will nämlich einfach nur ganz schnell raus hier aus dem Dungeon, weil Lay verpasst jetzt wahrscheinlich die ganzen Erfahrungspunkte. Und so ein Heiler ist doch ganz schön praktisch. Zumal wir ihn wahrscheinlich auch brauchen werden, wenn wir irgendwelche Kisten finden oder wenn wir Gegner finden, die ein bisschen stärker sind als bisher. Weil nur weil die zwei, drei Grüfte, wo wir bisher waren, einigermaßen in Ordnung waren, heißt das nicht, dass nicht noch schwerere kommen werden. Also, wir gucken jetzt mal in die zwei. Und Zeit für einen Kampf. Das tut irgendwie weh. Okay. Oh, also von der 2 geht's zurück zur 14. Das ist schon mal gut. Das zeichne ich irgendwie ein mit einem Doppelpfeil, also ein Pfeil in jede Richtung. Und Dalana ist ganz schön angehauen. Aber wozu haben wir zigtausend Heiltränke gefunden? Am besten noch einen schwachen. 17 ist nicht schwach, 5 ist schwach. So. Wieder rein und sofort Spam. Oh, das tut Säurestrahl auf eine Ratte. Super. Heilt mich mal jemand. Oh, 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 oh. Du, nicht deine Tränke. Ihre Tränke. So, du gleich nochmal. So. Du siehst garstig aus. Bist aber tot, okay. Du bist noch so ein Zombie, der viel aushält. Ja, richtig viel aushält. 3 Säurestrahle. Strelle. Okay, wir sind in 2. Oben rechts geht nach 14 zurück. So, du nach da. Du führst zurück nach da. Oh, unten rechts führt nach 5. 5 haben wir schon mal. 5 haben wir nicht den Weg zurück nach 9 gefunden. Oben rechts geht nach 14. Oben links geht nach 11. Und unten links geht nach 13. So. Wir haben immer noch keinen Ausgang. Ich probiere jetzt mal nach 5. Wenn wir hier durch sind. Wir sollten erstmal hier aufräumen, fällt mir gerade auf. Du gib mal so einen einfachen zu ihr und die bringen fast gar nichts. Jo. Das ist nicht gut hier.
Wir gehen doch nicht nach 5, wir gehen nach 14, aber da können wir schlafen. So, schlafen, schlafen. Licht. Roha. So, wir wollen zurück nach 2. Und da die Zombies alle töten und danach zu 5. Ja, aber ich denke... Das war gerade eine Ratte. Aber ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Abspeichern. Und in der nächsten Folge räumen wir diese Gruft zu Ende aus. Also, bis gleich.